Martino liegt auf der westlichen Seite des Südsalentos und gehört zum Ionischen Salentinischen Verband zusammen mit den Gemeinden Aliste, Melissano, Ragale und Taviano. Die Stadt zählt mehr als 11.000 Bewohner und ihre Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren im Dienstleistungssektor besonders für das Angebot von Banks-, Versicherungs- und Handelsbedingungen entwickelt. Die Ortsmitte von Martino erstreckt sich auf den Verlängerungen der salentinischen südwestlichen Hügel, wo der Hügel Heiligen Eleuterius herausragt, unter den höchsten Landungen der Lecce-Provinz. Das bewohnte Gebiet herum entwickeln sich die weite Wein- und Ölanbaufläche, Beweis der Fruchtbarkeit dieses Erbes und seiner landwirtschaftlichen Tradition, die noch heute qualitativ hochwertige Öl und Wein erzeugt. In der Ortsmitte kann man die alten unterirdischen Ölmühlen bewundern, die in den Felsen aus Kalkgranit gehauen wurden. Jahrhundertelang hat der Olivenbau die Wirtschaft von Martino charakterisiert, die besonders für die Produktion und den Verkauf des Öls geeignet war. Besonders faszinierend bewahren die Ölmühlen noch die Geräte für die Olivenpresse auf, die in den Jahrhunderten von den sogenannten Trapidari genutzt wurden. Sie waren die Arbeiter, die von den sogenannten Nakiro, dem Oberhaupt, geleitet wurden. Die alte Stadt entwickelt sich von den Augen der Besucher wie ein kostbares Juwel, reich an charakteristischen Sträßchen und an wunderschönen Terrassen, die sich mit Steigungen und Gefällen schneiden und schaffen so sehr suggestive Landschaften. Maßnahmen zur Förderung und zur Valorisierung der Schönheit der Orte wetten auf die Valorisierung des reichen historisch-künstlerischen Erbe von Martino, wo die Kunst vom Tourismus mit der Empfindlichkeit und Gastfreundschaft der Leute des Südsalentos zusammenlebt.